Hallo und willkommen zurück zu Elite Dangerous. Ja, ich bin wieder zurück auf der Nostromo, unserem Träger, und habe auch gleich mal das Schiff gewechselt. Und zwar führen wir jetzt mal unsere neue Explorer-Konda aus die Redshift. Und zwar, ja, das sind so 80 Lichtjahre Bomber, wenn man denn so will. Und genau, das wird spannend, weil wenn man hier guckt, ein Sprung hält vom Tank leer. Das wird witzig. Aber bevor wir springen, müssen wir was anderes machen. Und zwar unserem Kerl ja nur direkt der nächste Sprung intakte. Derweil, ich habe auch schon Tritium umgeschaufelt. Tank ist wieder voll. Moment, wir müssen. Ne, wo müssen wir hin? Hier, glaube ich. Ja, das passt. Genau. Da müssen wir hin mit dem Carrier. Und wir starten dann mal. Ich bin gespannt, wie das wird. So, der Flug hierher war ereignislos, wenn man dann, jo, eigentlich komplett ereignislos. Auch relativ wenig Systeme erst entdeckt. Ich habe noch nicht viel gescannt. Ich habe nur zwei Terraformierbare mitgenommen, die noch nicht Detail gescannt waren. Und ich habe jetzt nur noch mal 3 Millionen abgegeben. Insofern habe ich nichts verpasst. Und ja, genau, unsere nächste Route führt uns jetzt zu einem Point of Interest hier in der Nähe. Ich glaube, der Ossi hat mal den Tipp gehabt, der Ossi JR6, irgend so ein Mond nah am Ring, glaube ich. ja, genau, das ist auch nicht allzu weit, da werden wir relativ zügig, denke ich, hinkommen. Und dann geht's ganz tief nach unten, denn hier in der Nähe ist irgendwo so ein Bereich, der Rauhname, der ist mir jetzt gerade entfallen, wo es sehr wenig Sterne gibt. Das will ich mir einfach mal angucken. Und ja, genau. Das sind so die nächsten Dinge, die wir vorhaben. Hier ist sogar nichts los. Und das ist. Man kann genau zwei Sprünge machen mit dem Schiff. Herrlich. Herrlich. So, lass uns gerade mal gucken. Hier ist alles schon entdeckt oder wie? Aber wir haben ja hier ein ziemlich großer Fuel Scoop drin. Da geht das Uftanga relativ fix. Das ist doch alles gut. Das ist noch ganz ungewohnt hier. Das Rote vor uns. Richtiger kleiner Farbschock, wenn man vorher in der ganz weiße Klipper unterwegs war. So, muss ich mal gucken, wie weit ist es denn überhaupt? Sieben Sprünge nur. Ja, okay. Ich glaube, mit dem Schiff, da muss ich echt aufpassen. Ja, auf der anderen Seite, ich meine, ja, du darfst halt nur nicht. Ich habe zwei komplette. Sch darfst halt nur zwei Sprünge machen, wenn du genau weißt, du kannst beim Zielsystem auftragen. Ansonsten. Ansonsten hast du wohl schlechte Karte. Gut, momentan könnte man einfach unser Träger irgendwie herholen. Das wäre uns beim Tritium ein bisschen schlecht, aber wird gehen. Ah gut, wir müssen uns jetzt halt dran gewöhnen und deshalb dachte ich mir, packen wir das Schiffchen jetzt schon aus. Und wenn man dann irgendwie merkt, ach nee, das ist nichts für uns, brauche was anderes, dann können wir wieder wechseln. Und damals im Träger unterwegs sind, können wir ja das Dorfschiff einfach nur dann entsetzen, wenn es auch wirklich nötig ist oder wenn es uns danach ist. Das ist ja der tolle Explorer-Luxus, wenn man so sagen will, mit dem Carrier. Eventuell sollte ich mal nur die Route ändern, beziehungsweise den Filter,
Momentan ist alles drin. Jawohl, oder eigentlich zu dem Zielsystem können wir es auch eigentlich alles drin lassen. Oh, guck, da noch gucke. okay. Ja, Eiswelt. Was ist denn hier? Biologisch Enz. Ne, komm, flieh mal weiter. K-Stern, okay. Weil, ja, wir haben jetzt so auch die ganze Biodata abgib. Kümmern wir ein bisschen sammeln. Genau. Ach genau, also, könnte man doch noch ein bisschen mitnehmen an Biosignale. Demnächst. Weil wenn wir von dem Ausflug ganz nach unten fertig sind, wieder hochfliehen, dann fliehen wir noch bei dem Soul-Nebel vorbei. Das ist zwar quasi dort, wo wir jetzt eh schon vorbeifliehen. Hier in der Nähe ist der, aber dann da wollte ich ihn noch im Besuch abstatten. Dann können wir hier dann gerade noch die Biosignale später abgeben, die wir auf dem kleinen Trip jetzt sammeln. Ja, gucken wir mal. Aber zuerst. Oh, guck mal, Wasserwelt, hä? Jo, Wasserwelt. Die ist sogar terraformierbar. Das ist doch nett. Kurzer Blick rüber. Genau, den Count habe ich resettet bei meinem Programm. Mal gucken, was wir auf der Kurztrip nach unten so insacke. Ja, bis jetzt habe ich so den Eindruck, dass man mit dem, was man so durch Explore nimmt, dann Träger und locker leisten können. Wäre zwar vielleicht ein bisschen schwerer, wenn man mal wirklich eine Kampf-Covid mit allem drum und dran haben wolle, aber ja, da kommt momentan bleibt so viel über. Oh, und die Nummer 5 ist sogar terraformierbar, ist mir gerade aufgefallen. So, mal schauen. Also, das da ist dann bestimmt die Wasserwelt. Ja, terraformierbar und Danny, ja, brauchen wir. Hier gäbe es ein Biosignal. Hier scannen es eher schon mal. 5 und 6 müssen wir da hin. Ja, typisch. Typisch. Können wir auch hier ein bisschen mehr mitnehmen, nehmen wir Ends mit, die 5, dann gucken wir mal weiter. Ja, weil das wieder ein scanlastiges System hier, wenn wir schon an so viel Kram vorbeikommen. Oh, guck mal, das ist ziemlich in der Nähe. Ach Gott, jetzt muss ich mich wieder umgewöhnen. Jetzt haben wir wieder nur ein normaler FSA, ach nee, Quatsch, Detailoberflächenscanner drin. Huhahaha. Hab ich hier überhaupt eine super Großassistent drin? Ich weiß gar nicht, wie das Schiff aufgebaut ist. Deshalb, hier habe ich warum nicht dabei. Ja, den haben wir auf jeden Fall gebaut. Okay, der ist nicht groß, der da. Okay, 4. Ich. Keine Ahnung, wie ich hier nochmal scannen muss. Ich. Da wollte ich jetzt gar nicht hin. Merde. Ich
will eigentlich so ungefähr schießen. Ja, wir gucken, was dabei rauskommt. Ja, guck mal, das. Ja, der ist so klein. Alles gut. 5. Ne, 2. Ja, okay. Wenn du nur 44 Lichtsekunden entfernt bist, dann ist das wohl okay. Nimm mal dann auch noch mit. Denn du wolltest jetzt eigentlich erst auf dem Rückweg vom 5er Planet mitnehmen, aber ja, okay. Und sonst gucken wir auf die Karte, damit wir den Überblick haben. Also wie gesagt, hier war unser Carrier. Bin hier hochgeflogen. Jetzt fliegen wir zuerst hier hin. Dann geht es hier ganz nach unten. Der Nebel ist woanders da. Wie gesagt, dann geht es da runter. Dann will ich wieder hier hoch zu diesem harten. Mir war die ganze Zeit beim Soul-Nebel. Ich habe gemeint, es wäre der Hartnebel. Nee, Moment, mir war beim Soul. Nee, haha, mir war beim Soul-Nebel und ich habe gemeint, es wäre der Hartnebel. Ich habe die komplett verwechselt. Ups. Das hört mal weiher, Schuf. Hohohoho. Ho, ho. Die Folgen sind alle gerade schon hochgeladen. Das gibt schlechte Kritiker. Verdammte Axt. Ist mir gerade aufgefallen. Also, wie gesagt, zu dem anderen Nebel, wo man noch nicht war, fliegen wir dann mal von unten wieder hochkommen und dann geht es weiter nach Süden. Es sei denn, wir finden unterwegs noch irgendwie so ein toller Sternencluster, wo man wieder absolut wüten müsse. So, warte mal, 6 Stück. Ich hab keine Ahnung, wie man hier muss scannen müsse. Der ist auch nicht so groß. Gucken wir mal, was hier dabei rauskommt. Echt wunderbar. So, next one. 5. Das ist ja direkt in der Nähe. Ja, das ist der Vorteil bei den K-Sternen. Wenn da was terraformierbar ist, ist es nicht weit vom Stern entfernt. Genau, also dann immer zum Zurück. Ich nenne die einfach um, weil das da ist für uns der Hartnebel und das dort ist so ein Nebel, dann passt es wieder. Die auch umgetauft. Fertig aus. Also hier hin, hier zurück und dann diese Richtung. Das wäre so der Plan und ab hier muss ich nochmal den Carrier weiter planen. Dann irgendwo da unten, das ist wahrscheinlich wieder so eine Sehenswürdigkeit und dann hierhin und hierhin. Hier ist, glaube ich, das Megaschiff. Und dann gucken wir mal, was wir machen. Wie ich das nochmal geplant habe. Das da ist, glaube ich, eigentlich nur ein Carrier, den ich mal markiert hatte. Aber da sind wir jetzt eigentlich nicht mehr drauf angewiesen. Gucken wir mal. Ja, bis dahin kommen noch viele Sterne vor unser Scanner. Das dauert noch ein bisschen. Jetzt wird es ja erst so richtig spannend. So, wir sind hier momentan erst 7400 Lichtjahre von Sol entfernt. Okay, das steigt jetzt ein bisschen. Naja, fällt es wieder ein bisschen. Also ins richtig Schöne kommen wir erst noch. Wenn man so wieder im fünfstelligen Bereich wegmischt. So, hier müssen wir, glaube ich, wieder so, wie war es nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Ne, da haben wir so, haben wir da immer gemacht, irgendwie so. Ich, keine Ahnung. So. Ich glaube, das war eine ganz schlechte Idee, so verschiedene Detailoberfläche-Scanner mitzunehmen.
Das war eine ganz schlechte Idee. Ja, okay, gut, ist egal. Hätte soll einfach nur eine ganz normale Fünferlosse und dann hätte das wohl gereicht. So, dann können wir jetzt hier den Vierer mitnehmen, würde ich sagen, wenn wir da zur Nummer 6 wollen. Das wurmt mich jetzt aber echt, dass ich die Nebel komplett verwechselt haben. Das ist doch. Das ist unglaublich. Dabei, guck mal ich das mal an, weil eigentlich der Dor ist rot, das ist eher so Herznebel. Der hat für mich wie so Herz gewirkt. Okay, gut, wenn ich mal den Dor so, na, von da ungefähr könnte es auch passen, aber der Dor hätte ich eigentlich auch so teilweise den Intro gehabt mit so zwei Herzkammern, das hätte eigentlich auch passen können irgendwie. Naja, okay. Ja, hier waren wir schon, können wir hier eigentlich den Bookmark wieder entfernen. Bisschen aufgeräumt lassen. Hier kommen wir halt noch hin. Genau. Was ist denn das hier? Ach so, das ist der 4,8D-Planet. Ich glaube, aus historischen Gründen lasse ich da das Bookmark mal Sinn. Lasse ich es mal stehen. Ich glaube, das muss Sinn, ja. So als Mahnmal. Pass auf beim Landen. Nee, stopp. Pass auf beim Starten. So ist es. Kann man keiner vorwerfen, ich hätte bei der Landung. Ich wäre bei der Landung kaputt gegangen. Hast du gehört, Michael? Kleiner Scherz am Rande. Aber das ist alles vergessen und vergeben. Warte mal was. Ich kann mich nicht erinnern. Eine souveräne Landung zuletzt. What? Ach so, Carrier ist wahrscheinlich im System ankommen. Das ist wahrscheinlich, ja. Jo, Carrier-Sprung abgeschlossen. Alles klar. Bum, bum, bum. Also machen wir noch. Wir gucken mal, ob es so. Ich muss mich erst mal inschießen. Wie war das Feuer heute mal? So und so. Ich fuchtel hier gerade wild mit dem Finger vor mir rum, um das nur vorzustellen, wo die hingingen. Egal. Oh, du setzt die nieder. Guck mal, okay, so ist überhaupt nicht. What the frick? War der Hünde schon komplett alles durch? Sehr seltsam. Das sieht man auch so gut von hier. Ah ja, okay. Na bitte. So, Wasserwelt. Wir kommen. Geil mit dem Lack. Manchmal ist er nur rot und jetzt ist er nur schwarz. Sehr seltsam. Ja, die Wasserwelt hat 132,9 Grad Celsius. Ist ein bisschen heiß. Eventuell.
So, ich befürchte, nach der Wasserwelt kommen wir zu nicht mehr viel. Jetzt sind wir dann hier 5 Sprünge, okay. Ja, befürchte ich ja fast beim nächsten Sprung gucken wir uns schon den Mond am Ring an, wenn uns nicht vorher noch was auffällt. So, wenn wir dann dem Mond am Ring sind, dann machen wir auch nochmal 2-3 Sprünge und dann hoffe ich, dass ich wieder im Bereich bin, wo es ziemlich unentdeckt ist. Dann kann man auch nochmal gucken, was auf der Karte so links und rechts leid. Das sollte man eigentlich immer machen, aber so. Eine kleine Wasserwelt. Und die Katze hat sich gerade. Ja, Mizi. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da kommt schon jemand, steigt mir jemand quasi schon aufs Dach, wenn man denn so will. Geht am Stuhl hoch, da braucht unbedingt jemand Aufmerksamkeit und Streicheleinheiten. Deshalb würde ich sagen, ein bisschen näher ran. So, Service Scan Complete, das ist schon mal gut. Gerade nur noch für ein Abschlussbild. Da bietet sich auch Wasserwelt an. Der Scan ist durch. Das ist wunderbar. Jetzt haben wir wieder ein rosa Schiff. Auch gut. Und genau, mit dem Anblick verabschiede ich mich dann aus Gründen. Wünsche euch noch eine schöne weitere Restwoche und bis zum nächsten Mal dann. Bye, bye.